In diesem kurzen Video behandle ich die generellen Schritte, die nötig sind für die Analyse von Omics-Daten und auch warum man diese Schritte durchführt. Generell bei der Analyse von Omics-Daten oder auch bei anderen komplexen Daten hat man es mit sehr großen Datenmengen zu tun. Diese Daten können mit verschiedensten Technologien, Maschinen erzeugt worden sein und man benötigt zunächst mal ein Tool, irgendeine Software, mit der man entweder die Rohdaten oder einen Export der Rohdaten, wie auch immer, einlesen, also importieren kann. Wenn wir von Omics-Daten sprechen, gibt es da in R oder dann insbesondere auch in Bioconductor sehr viele Pakete, mit denen man eben verschiedenste Arten von Omics-Daten einlesen kann. Der erste Schritt bei einer Datenanalyse sollte immer die Qualitätskontrolle der Daten sein. Also das trifft natürlich auch auf die Analyse von Omics-Daten zu. Man wird also versuchen festzustellen, welche Qualität haben die Daten, die man hier analysieren will. Und hier hinter steckt eben das Wissen, die Qualität der Daten bestimmt letztendlich auch die Qualität des Ergebnisses. Also wenn ich schlechte Daten habe, kann ich nicht jetzt plötzlich hervorragende Ergebnisse erwarten. Da man es eben hier bei den Omics-Daten mit relativ komplexen Daten zu tun hat, kann man die sich nicht mehr so einfach anschauen. Das heißt, man braucht hier Methoden eben, um diese hochdimensionalen Daten eben irgendwie zu visualisieren, weil für die Qualitätskontrolle, in der Qualitätskontrolle ist immer noch auch ein Bild oder Bilder sind da das wichtigste Tool, also grafische Darstellungen. Und so ist es also nötig, dass man hier eben Methoden verwendet, auch Methoden der Dimensionsreduktion, mit denen man eben dann diese hochdimensionalen Daten möglichst auf zwei, drei Dimensionen runterbrechen kann und sich dann sozusagen die Daten ansehen in einem gewissen Sinn und dann eben auch erkennen kann, ob es Unregelmäßigkeiten, Auffälligkeiten in den Daten gibt. Also das ist der erste Schritt, die Qualitätskontrolle. Zweiter Schritt ist dann das Preprocessing der Daten, also die Vorverarbeitung der Daten. Da geht es darum, dass man weiß, diese Experimente, die hinter den Omics-Daten stehen, die sind relativ komplex, enthalten viele Schritte und erfordern auch eine große Erfahrung, damit man die sauber und gut durchführen kann. Und es schleicht sich also da bei jedem Schritt ein gewisser technischer Fehler auch ein. Und ein Ziel dieses Preprocessings ist es eben, also diese Vorverarbeitung, ist es eben, den technischen Fehler wieder zu reduzieren, also wieder herauszurechnen. Die verschiedenen Omics-Daten, Omics-Technologien ermöglichen einem da oder bieten da verschiedene Möglichkeiten. Also das muss man dann sozusagen datenspezifisch machen, also welche Art von Omics-Daten man hat. Dafür bieten sich dann verschiedene Formen des Vorverarbeitens an. Ein weiterer Grund der Vorverarbeitung ist, dass man oftmals nicht direkt mit den Rohdaten so arbeiten kann. Also das heißt, diese Rohdaten müssen gewissen Transformationen unterzogen werden, sodass man dann eben auch Werte hat, Zahlenwerte hat, mit denen man dann später rechnen kann. Außerdem ist ein Ziel der Vorverarbeitung eben auch eine Varianzstabilisierung zu erreichen. Also das heißt, viele statistische Verfahren benötigen eben diese Annahme der Homoskedastizität, also dass die Varianz, die Variabilität der Daten nicht von dem gemessenen Wert abhängt, sondern eine Größe ist, die in absoluten Zahlen, also konstant ist, unabhängig davon, ob ich jetzt einen Wert von 10 messe oder einen Wert von 1000 messe. Hier hilft in der Regel die Log-Transformation, ist da sozusagen in vielen Fällen die Standard-Transformation oder eben Varianten von dieser Log-Transformation. Ein weiterer Punkt für das Preprocessing ist noch die Normalisierung. Also ein Bestandteil des Preprocessings oder der Vorverarbeitung ist in der Regel auch das Normalisieren. Normalisieren bedeutet im Wesentlichen, dass man eben eine Normalverteilung erreichen will oder eben auch vielleicht eine andere Art von Verteilung erreichen will. Auch hier ist wieder der Grund die Statistik. Also man möchte am Ende ja bestimmte statistische Verfahren anwenden und viele dieser Verfahren brauchen eben bestimmte Verteilungen als Voraussetzung und viele brauchen eben eine Normalverteilung als Voraussetzung. Also deshalb ist auch das Normalisieren eben ein Bestandteil des Preprocessings. Nach dem Preprocessing hat man also dann jetzt einen Datensatz, der hoffentlich dann eben weniger technische Fehler beinhaltet, der Zahlenwerte darstellt, die man sehr gut analysieren kann und der eben auch von der Verteilung der Werte eben so ist, dass man dann eben die gängigen statistischen Verfahren oder die geplanten statistischen Verfahren eben auch dann so anwenden kann.
Nach dem Preprocessing sollte nochmal eine Qualitätskontrolle stattfinden. Insbesondere sollte man auch verschiedene Preprocessing- oder Vorverarbeitungsverfahren miteinander vergleichen, um auch herauszufinden, welches Verfahren funktioniert jetzt für die vorliegenden Daten am besten. Da ist es also so, dass es zum Beispiel bei Affymetrix-Daten eben durchaus ja, hunderte von Möglichkeiten gibt, wie man eben die Daten vielleicht vorverarbeiten könnte. Also da macht es definitiv Sinn, sich ein paar Verfahren, 3, 4, 5 Verfahren, von denen man weiß, dass sie gut funktionieren, anzusehen, nochmal eine Qualitätskontrolle zu machen und zu kontrollieren, welches dieser Verfahren hat denn jetzt wirklich am besten funktioniert. Und mit diesem Datensatz geht man dann eben weiter. Der nächste Schritt ist dann die statistische Analyse. Also hier geht es jetzt darum, rein statistisch herauszufinden, okay, welche der gemessenen Variablen, also Omics-Daten, Gene, Metaboliten, Proteine, Lipide, was auch immer man gemessen hat, welche von diesen Variablen heben sich statistisch gesehen hervor, also sind statistisch signifikant, könnte man jetzt sagen. Wobei es sich da eben herausgestellt hat, dass man eben durch die vielen Variablen, die man da betrachtet, bei der statistischen Analyse auch eben Anpassungen vornehmen muss. Ein wichtiger Schlagwort ist hier das multiple Testen. Also man muss eben hier entsprechend mit adjustierten P-Werten arbeiten. Außerdem hat sich herausgestellt, insbesondere beim MIQC1-Projekt, also Microarray Quality Control 1, dieses Projekt wurde von der FDA initiiert und durchgeführt. Da hat sich herausgestellt, dass es eben wichtig ist, nicht nur auf den P-Wert zu gucken und auch nicht nur auf den adjustierten P-Wert zu gucken, sondern auch ein Maß der Relevanz des Effekts mit einzubeziehen. Also in der Regel wird hier dann eben der Log-Fold-Change genommen. Also eine Kombination aus Log-Fold-Change, was im Prinzip die Relevanz oder den Effekt ausdrückt, und der Signifikanz, also dem adjustierten P-Wert, das wird hier dann genommen, um eben die interessantesten Gene dann oder die vermutlich interessantesten Gene eben auszuwählen. Bisher ist dann eben nur eine rein statistische Analyse durchgeführt worden. Also das heißt, man hat anhand rein statistischer Kriterien sozusagen untersucht, welche Gene sind jetzt hier irgendwie in diesem Kontext, in diesem Experiment interessant oder als interessant anzusehen. Und dann kommt eben nochmal ein weiterer Aspekt hinzu, was in vielen Fällen gemacht wird, ist die sogenannte Enrichment-Analyse. Das heißt, man guckt dann eben, ob in dieser Liste von Variablen, die man gefunden hat, auch eine gewisse Anreicherung stattgefunden hat. Das heißt, ob bestimmte biologische Funktionen, Netzwerke, was auch immer, da gibt es viele Möglichkeiten, wie man das machen kann und auch verschiedenste sozusagen Enrichment-Analysen, die man da durchführen kann. Also welche biologische Funktionalität ist da jetzt sozusagen hinter diesen Listen von Genen. Man muss ja sich überlegen, man kann bei so einem Omics-Experiment 3000, 4000, 5000 interessante Variablen bekommen, Gene zum Beispiel bekommen, die kann man sich nicht mehr einzeln angucken und man kann schwer, und es ist natürlich nur schwer zu verstehen, warum jetzt gerade diese 3000 oder 5000 Variablen, wie spielen die zusammen, und das ist auch das Ziel der Enrichment-Analyse, dass man eben hier nicht mehr nur Einzelvariablen betrachtet, sondern Variablengruppen. Damit erhofft man sich eben auch, dass die ganze Analyse robuster wird, dass man sich also nicht auf ein einzelnes Gen oder eine einzelne Variable da fokussiert, sondern dass es eben das Zusammenspiel ist und dass man auch dieses Zusammenspiel sozusagen als einen generellen biologischen Effekt dann hat und dass man solche Dinge einfach auch besser reproduzieren kann. Also jemand anders kann dieses Ergebnis dann besser reproduzieren, also das Experiment nachbauen, durchführen und kommt dann eben zu ähnlichen Schlussfolgerungen, dass eben bestimmte biologische Funktionalitäten eine wichtige Rolle spielen. Ein einzelnes Gen, eine einzelne Variable zu reproduzieren, also wiederzufinden, das hat man eben gerade am Anfang, als man diese Omics-Analysen begonnen hat, festgestellt, das ist sehr schwierig. Und da gibt es durchaus von Experiment zu Experiment immer Unterschiede, dass sich also gewisse Gene dann eben wieder, also nicht wiederfinden lassen bei Wiederholungen von Experimenten. Also das ist auch die Idee der Enrichment-Analyse, die biologische Information, also biologische Information mit der statistischen Information zu kombinieren, Gruppen von Variablen zu betrachten und so am Ende des Tages eben ein robusteres und leichter zu reproduzierendes Ergebnis eben zu bekommen. Soweit so die wichtigsten Schritte oder die wichtigsten Analyseschritte einer Omics-Datenanalyse.